glaube, du solltest nie sowas in der Hand haben eigentlich. Oh. Sorry. Ich fahre jetzt zum Friseur. Ich lasse meine Extensions ausnehmen, weil ich habe da noch ein paar, die ich selber nicht rauskriege und Augenbrauen zupfen. Das ist vorher. Das ist nachher. Übrigens hat der Mike zwischendurch angerufen und gesagt, ich soll nach Berlin kommen. Aber wir sind in 2 Stunden los und ich habe nichts gepackt. Also, ob ich so spontan nach Berlin komme. Guten Morgen, ich bin jetzt in Berlin. Ich finde das gar nicht gut, wie du dich langsam mit mich verwandelst. Wir gehen jetzt in die City. Willkommen zu meinem Shopping Hall aus Berlin. Ich habe dann Fidget Spinner gekauft. Ich habe nicht gewusst, wie sehr das in meinem Leben braucht. Ich weiß jetzt schon, dass du einen 5 Minuten verloren hast. Bist du 5 oder warum kaufst du dir Seifenblasen und Fidget Spinner? Alter, das ist so geil. Wir müssen gehen. Anna, wie alt bist du jetzt? Du warst ja jetzt 11 Stunden im Bus. Ja. Wie war's? Neben mir ist ein Typ gesessen und ich glaube, der hat keinen Bock auf mich gehabt. Ich habe Musik gehört und ich glaube, die Musik war laut, deswegen habe ich jedes Mal vorm Refrain weitergeskippt, weil der Refrain ist immer laut. Aber so nach der Hälfte von der Fahrt ist mir mein Rucksack so rübergerutscht zu ihm. Ich so, oh sorry, und dann hat er irgendwie gemeint, ah passt schon, ich setze mich weg. Bestimmt der Rucksack, ja. Bist du eigentlich eine, die im Schlaf redet? Normalerweise nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich schlafe halt immer alarm. Ich kann nie was sagen, ob ich rede. Ich schlafe ja hier und die Hanna hat dort auf der Couch gepennt. Ich höre mitten in der Nacht, höre ich auf einmal so. Jetzt wissen wir, warum sich der Mann weggesetzt hat. Stell dir vor, du fährst nach Prag und nimm dir. Wir gehen jetzt in die Stadt. Schwarze Sachen besorgen, weil wir gehen heute auf den Red Carpet mit Claudio mit K. Ich bin der Publicist. Weißt du schon, was ein Publicist ist? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Person, die das aktuelle Zeitgeschehen in Zeitungen analysiert und kommentiert. Das ist genau mein Ding. Der Mike und ich sind jetzt ready für den Red Carpet. Wir schmuggeln uns rein. Ich glaube, wir schaffen es. Warum liege ich am roten Teppich? Warum liege ich am Kloboot? Wir sind hier am roten Teppich, hier gehören wir hin. Nein, gehörst du nicht. Wir haben uns hier nicht hingeschmuggelt. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Es ist so bizarr. Wir sind nur Schauspieler und relevante Leute. Und der Mike und ich. Ich habe 1 Euro gefunden und den spende ich jetzt an die Flutopfer. Das ist zwar nicht viel im Vergleich zu den tausenden Euro, die hier gesammelt werden. Ja, aber wir sind auch nicht so reich wie die Leute, die hier sind. So ist es. Wir müssen das Geld vom Boden spenden. Update, die Claudia hat mir gerade 1 Euro genommen und sie reingestellt. Na. Das habe ich gerade am Boden gefunden. Ich habe am Red Carpet, das ist die gleiche Leute haben keine übertragbaren Krankheit. Sie ist in Berlin, City Girl. Sie ist in Berlin, City Girl. Sie ist die Claudia mit K. Oh mein Gott. Da, wie heißt der? Der Jonas macht gerade mit ihr keine Freundschaft plus Schluss. Hey, wie war's? Wie geht's dir? Wie hieß sie? Wie hieß sie? Als ob sie gestorben ist. Ja, ich habe nur kurz mit Franzi schon. Franzi! Mit welcher Franzi? Mit der alten? Mit der ersten? Oha. Das ist Sad Content. Kann ich das trotzdem verwenden? Wir haben jetzt den ein oder anderen Herzensbruch hinter uns in der WG. Aber es gibt einen Grund zu feiern, denn ich habe 1000 Abonnenten auf YouTube! She wears sports skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm not deeper. Ach nein, das ist das Lied von H2O. Wir haben da gerade ein psychologisches Phänomen entdeckt. Ich habe so ein Spiel aufgebaut, da drinnen, Clip kurz einfügen. Und hab alles abgebaut und hab einfach dieses Ding hier vergessen. Und der Fabian macht so, sieht voll spannend aus, da wundert man sich voll, was drinnen ist. Und lacht halt so und geht wieder und ich hab's dann immer noch vergessen. Das erste, was Hanna tut, wenn sie hereinkommt, sie kommt so rein und sie so, was da drin? Nicht andere Leute würden aufpassen, dass sie da irgendwie nichts kaputt machen, weil das muss ja irgendwie einen Grund haben, dass das ist. Hanna so. Also ich hab einmal die hier, dann habe ich Quietsche-Entchen in weiß und schwarz. Oh mein Gott, Quark. Und auch so Quark. Danke sehr, Claudia. Sehr gerne. Warum bin ich in Berlin? Warum liege ich am roten Teppich? Warum liege ich am Klo? Warum hast du noch nicht abonniert?